Und somit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier in Sachsen-Let's Player. Wir gucken uns den Cat in 966H an, oder eigentlich das Cat 966H Package, denn das Ganze wird ausgeliefert mit insgesamt 4 Schaufeln, also wir haben dementsprechend die Qual der Wahl. Der Cat allgemein kostet 296.000 Euro sowie 225 Euro Unterhaltskosten pro Tag. Die Schaufeln, die drei Schaufeln, nicht vier Schaufeln, tut mir leid, die drei Schaufeln kosten jeweils 5.999 Euro. Sie nehmen sich optisch nichts, aber die haben halt ein gewisses Ladevolumen. Die hat jetzt 100.000, die zweite hat 12.500 und die andere hat 50.000 Liter. Kommen wir mal zum Modell und Textur. Wie schon gesagt, die Schaufeln unterscheiden sich optisch absolut gar nicht, halt wirklich bloß vom Füll oder Liter, wie nennt man das? Volumen, ja, vom Ladevolumen her. Aber okay, der Cat an sich selber sieht richtig geil aus, da gibt es an sich nichts zu meckern. Wir haben zwar gerade bei der Textur hier ein bisschen mehr Pixelbrei mit dabei, was auch gerade hier im mittleren Bereich etwas mehr auffällt beim Kennzeichen hier. Aber ansonsten geht das soweit alles klar von der Form und vom Modell her. Sieht auch ziemlich sehr, also ziemlich nah am Original aus. Von daher gibt es bei Modell und Textur auch 4 von 5 Sternen. Kommen wir mal zu den Funktionen. Und ja, da gibt es einiges. Der Motorsound hört sich schon mal soweit sehr nice an. Aber das ist ja bloß eins von vielen. Fangen wir mal wieder mit standardgemäßen an. Über Position 1 können wir die Rundumleuchte aktivieren. Das Lichtskript über die Taste Numpad Nummer 2, Numpad Nummer 1 und Numpad Nummer 3. Zwillingsreifen ab- bzw. anschalten geht über die Taste Numpad Nummer 8. Ein und aus, das ist nur im vordersten Bereich. Dann können wir mit der Taste löschen, also entfernen in dem Sinne, unsere Rückfahrkamera aktivieren bzw. deaktivieren. Mit der Taste Numpad Nummer 5 können wir die Lenksperre aktivieren bzw. deaktivieren. Mit der Taste Numpad Nummer 7 können wir das Allrad dazuschalten bzw. wieder abschalten. Und alles weitere ist dann halt mit den Maustasten standardgemäß steuerbar. Zudem hat der Mod ein realistisches Auspuffsystem, ist waschbar, hat einen ELS-Limitierer und so weiter und so fort. Eine genauere Beschreibung findet ihr beim Motorister. So, ich habe jetzt mal hier eine Schaufel dran. Ich glaube, das waren die jetzt 50.000. Und dann mal kurz so zu beweisen, was man hier alles damit nehmen kann. Unter anderem können wir mit den Schaufeln alle standardgemäßen Fruchtsorten laden, sprich Weizen, Gerste, Mais, Raps, Erdäpfeln, Zuckerrüben. Danach können wir noch Silage mit dazu nehmen, Häckselgut, Mist können wir damit transportieren. Habe ich was vergessen? Kraftfutter, gemischtes, E-faches Kraftfutter, ja, Stroh. Also man kann eigentlich alles mit den Schaufeln transportieren. Ich habe jetzt hier gerade mal nur die Erdäpfeln bzw. Zuckerrüben da. Fahren wir mal kurz so dran und ihr seht, es wird voll beladen. Ich glaube, das waren 50.000 hier. Und 50.000 Liter, das ist auf jeden Fall schon eine Menge. Gerade bei 100.000 Liter, da könnt ihr euch's gut gehen lassen. Und somit ist der Cat eigentlich schon mal eine richtig geile Alternative zu den Lizard Standard. Ah ne, das war 100.000, alles klar. Ja, dann haben wir jetzt hier 100.000 Liter Erdäpfeln. Ne, Zuckerriemen drin, so rum. Und ja, da können wir jetzt halt unseren Spaß im Glas damit machen. Ich habe jetzt leider nichts zum Überladen da, aber der Winkel ist soweit eigentlich hoch, dass man auch ja, höhere Kipper damit beladen könnte. Von der Vorphysik her ist soweit alles in Ordnung. Wir haben da eine schöne Federung drin. Hier in Kurven, das sieht relativ nice aus. Auch im Innenbereich lässt sich das eigentlich. Meister. Ja, sieht das soweit eigentlich alles in Ordnung aus. Maximalgeschwindigkeit 40 km/h. Was wunderbar, was soll man dagegen sagen? Deswegen gibt es auch für Funktionalität 5 von 5 Sternen. Kommen wir mal zum Lok. Dieser ist komplett fehlerfrei. Die letztendlichen Fehler wurden ausgebessert, weil hier handelt es sich um die V3.1. Ich weiß nicht, ob ich die anderen Versionen verpasst habe oder ich mich einfach nicht mal daran erinnern kann. Es gibt für Lokfehlerfreiheit hier ebenfalls 5 von 5 Sternen. Meine persönliche Meinung beläuft sich hierbei eigentlich auch aufs Positive. Schönes Ding, ich werde es auf jeden Fall verwenden, weil das ist eine wirklich sehr gute Alternative zum Lizard.
Dass die Textur nicht allzu knacke ist, ja, okay, ist in dem Sinne verschmerzbar, weil alles weitere stimmt. Deswegen gibt es auch für persönliche Meinung 5 von 5 Sternen. Somit kommen wir auf eine Gesamtbewertung von 19 von 20 Punkten. Das Ganze durch 4 ist 4,8 Schieß mich tot, also eine Gesamtbewertung von 5 von 5 Sternen. In dem Sinne, wollt ihr euch Stimmen downloaden? Link in der Videobeschreibung bei Modder bedanken, beziehungsweise ihn Verbesserungsvorschläge für die V2 dalassen. In dem Sinne, danke euch fürs Zuschauen und für den Mod. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann, Leute. Haut rein!